Die Sache ist die, ich glaube, es wäre sehr viel einfacher, dieses Video zu machen, wenn ich diese klare Aussage hätte, ich höre mit YouTube auf. Und die habe ich nicht. Ich höre nicht mit YouTube auf. Oh, hallo, ich lebe noch. Wer hätte das gedacht? Ja, ich glaube, es ist mindestens ein Jahr her, seit ich mein letztes Video gepostet habe und wahrscheinlich sogar länger als ein Jahr, seit ich mein letztes Video gefilmt habe. Insofern entschuldigt, wenn ich ein bisschen mit der Kamera fremdel. Ich habe auch keine Ahnung, wo das hier hinführen soll. Also ich habe nicht vor, irgendwas Regelmäßiges hier wieder zu machen. Dazu ist es einfach zu zeitaufwendig. Ich hatte heute einfach mal Lust, mal wieder ein Video zu machen und so sitze ich halt jetzt hier. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier werden soll. Also ich habe ein paar Sachen mir überlegt, die ich euch erzählen und zeigen will, aber das ist kein Monthly Favorites oder sowas. Das ist einfach ein Bananaskrusch, keine Ahnung. Und ja, es kann auch sein, dass das hier das einmalige Erlebnis ist und dann wieder ein Jahr nichts passiert. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Und ich werde auch nicht versuchen zu erklären, was letztes Jahr los war, weil... Ja, weil. Also wenn ihr meinen Blog verfolgt, wisst ihr, was alles im letzten Jahr war. Und wenn ihr das nicht tut, dann interessiert es euch vermutlich sowieso nicht. Insofern, whatever. Und ja, wie ihr schon an meinem tollen Hintergrund sehen könnt, ist mein großes neues Thema Pflanzen. Das ist im letzten Jahr passiert. Ich habe einen grünen Daumen bekommen. Ja, vermutlich hatte ich ihn immer schon. Ich habe es nur nicht mitbekommen. Ich habe dazu einen Artikel auch geschrieben in meinem Blog. Den werde ich euch unten in der Infobox verlinken, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und ich kann auch gerne mal Videos zu Pflanzen machen, wenn euch das irgendwie interessiert. Ich werde jetzt nicht groß was dazu sagen. Ich liebe jetzt Pflanzen. Ich habe einen wachsenden Urban Jungle in meiner Wohnung und das ist nur ein Teil davon. Und mein neuester Zuwachs oder einer meiner neuesten Zuwächse ist diese schöne Diefenbach hier. Das sind zwei Ableger, die ich von meinem Vater habe und die ich Weihnachten, als ich zu Besuch war, mitnehmen durfte. Seine Pflanze ist, glaube ich, so groß etwa, also schon deutlich größer. Und die zwei haben es aber ganz gut überlebt. Erstens mal die Reise und dann auch ja, das Einpflanzen. Der große Ableger hat ein Blatt verloren, das aber ganz, ganz dicht an der Erde war. Also vermutlich hätte ich es eh abmachen sollen vorher. Und seither entwickelt sie sich aber ganz gut und ich hoffe, sie wächst weiter. Der Topf ist übrigens von Blume 2000, weil ich versuche, möglichst viele unterschiedliche Töpfe zu kriegen. Ich mag das nicht, wenn das alles gleich aussieht und insofern bin ich immer auf der Suche nach Töpfen, genauso sehr wie nach Pflanzen. Wobei mir mittlerweile echt der Platz ausgeht. Ich hatte so ein paar Pflanzen so im Auge, die ich gerne noch hätte, aber ich wüsste zurzeit nicht, wo ich sie hinstellen soll. Nicht, weil meine Wohnung zu klein wäre, sondern weil ich einfach keine Abstellfläche habe und ich kann einfach nicht alles auf den Boden stellen. Also ich habe momentan zwei Pflanzen auf dem Boden stehen, das sind aber auch wirklich ganz große. Und alles, was kleiner ist, muss ich irgendwo anders hinstellen und da geht mir momentan die Fläche aus. Also Fläche, die auch dem Licht ausgesetzt ist, sagen wir es mal so. Also ich habe natürlich auch Fläche irgendwo in dunklen Ecken, aber das bringt ja dann auch niemandem was. Aber ja, wie gesagt, also wenn euch das interessiert, kann ich gerne mal was über einzelne Pflanzen erzählen. Ich finde das ein total spannendes Thema und es übernimmt mittlerweile irgendwie alles. Also ich liebe auch alles an Sachen, wo Pflanzen drauf sind, sei es Tassen oder T-Shirts, keine Ahnung, alles. Und in dem Zusammenhang habe ich gestern, war das gestern? Ja, gestern habe ich zwei tolle neue Kissenbezüge gekauft für meine Sofakissen. Und das war auch ein Glückstreffer. Ich weiß nicht, ob ihr Hema kennt. Hema ist, glaube ich, ein niederländischer Laden, also eine Kette. Und das ist so eine Art... Ich sage immer Kruschtelladen, weil die haben wirklich alles von Partyzubehör über Deko, über Süßigkeiten. Bisschen Bekleidung haben sie auch bei uns auf jeden Fall für Kinder. Und Haushaltswaren, wirklich alles querbeet. Ist aber von der Qualität her und auch, glaube ich, ich würde sagen, auch preislich irgendwo ein Mittelding zwischen Depot und Nanunana. Und ab und zu gehe ich da ganz gerne hin, seit ich den entdeckt habe und entdecke da ab und zu auch mal was Schönes. Und wie gesagt, diese Kissenbezüge waren eines dieser Teile. Das sind 50x50
Und die kamen jeweils, also ich habe zwei gekauft, die kamen jeweils 8 Euro, das ist also auch bezahlbar. Und ihr seht, Pflanzen. Es war so offensichtlich. Und bloß weil es dazu gepasst hat, nicht unbedingt, weil ich Insekten mag, habe ich dann noch den hier mitgenommen, weil ich halt einfach zwei Kissen auf dem Sofa habe und ich wollte aber auch nicht beide mit demselben Kissenbezug haben. Und deswegen habe ich einfach eins genommen, was noch dazu gepasst hat. Und ich werde bestimmt bei Instagram mal irgendwann ein Foto posten, wenn ich die gewaschen und dann auch auf die Kissen drauf gemacht habe. Und ja, mein Sofa dann sehr, sehr gut zu meinem restlichen Urban Jungle hier passt. Mehr möchte ich dazu jetzt aber auch gar nicht sagen. Ja, klamottenmäßig hat sich natürlich im letzten Jahr sehr viel getan. Ich habe das, also ich habe zwei Sachen, die ich zeigen möchte. Es wäre unsinnig, jetzt irgendwie alles rauszusuchen. Zwei meiner neuesten Sachen möchte ich zeigen, weil sie einfach sehr cool sind. Eins ist ein T-Shirt von Only, das ich über Weihnachten bekommen habe und was ich einfach süß finde, noch nicht tragen konnte bisher. Ich bin auch sonst kein großer Fan von solchen T-Shirts, die irgendwie was mit Wochentagen haben. Es gibt ja so hauptsächlich diese von wegen Gott sei Dank ist Freitag oder ich brauche Wochenende, bald ist Wochenende, keine Ahnung was. Aber das hier fand ich einfach so niedlich mit dem Miserable Monday und manchmal sehe ich halt wirklich so aus, wenn ich montags im Büro sitze. Insofern passte das irgendwie. Und was ich jetzt ganz, ganz neu habe, ist dieses T-Shirt, das habe ich bei Primark gefunden und ist mit Frida Kahlo. Und wer es nicht weiß, ich hoffe natürlich, ihr wisst das alle, ich bin Kunsthistorikerin, studierte. Und insofern finde ich das nur rechtens, dass ich sowas trage. Ich halte es mit meinen Künstler-T-Shirts aber so wie mit einem Band-T-Shirts. Das heißt, ich trage nur T-Shirts von Künstlern, die ich kenne und mag. In dem Fall tatsächlich sehr mag. Also ich hatte mal so eine Phase mit Frida Kahlo, wo ich sie wirklich absolut abgöttisch geliebt habe. Und ihre Kunst finde ich immer noch sehr schön und deswegen konnte ich hier nicht dran vorbeigehen. Auch wenn ich mich mittlerweile mit T-Shirts versuche, ein wenig zurückzuhalten, weil ich habe einfach viel, viel, viel zu viele. Und jedes Mal, also ich habe wirklich, glaube ich, 3 bis 4 Mal im Jahr diesen Rappel, wo ich dann anfange auszusortieren und am Ende sortiere ich 2 T-Shirts aus oder 3 T-Shirts, die halt vielleicht wirklich irgendwo ein kleines Loch haben oder so, wo ich es einfach irgendwie rational rechtfertigen kann und dann bleiben aber trotzdem 10 T-Shirts in meinem Schrank, obwohl ich sie nicht mehr trage, die ich eigentlich auch rausschmeißen könnte. Ich kann mich nicht von Sachen trennen, das ist ganz schlimm. Abgesehen davon ist natürlich meine Kleidersammlung ordentlich gewachsen letztes Jahr. Halleluja, Halleluja! Ich habe im letzten Jahr wieder angefangen, mehr Kleider und Röcke zu tragen und würde fast behaupten, dass ich in 80% der Fälle auch sowas trage und keine Hosen eben mehr. Speziell letzten Herbst. Also mir ist gerade erst kürzlich aufgefallen, dass ich normalerweise im Herbst so meine diversen Chino-Hosen durchtrage und dass ich die dieses Mal gar nicht gebraucht habe im Herbst. Also ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, an dem ich eine von diesen Chinos getragen habe. Und ich war selber ein bisschen überrascht, weil mir das selber nicht so aufgefallen ist. Aber ja, seit ich die perfekten Leggings für mich gefunden habe aus Viskose, eben nicht aus Baumwolle, sondern aus Viskose, die sind so bequem, seitdem mag ich Hosen tatsächlich einfach nicht mehr. Und trage einfach sehr viele Röcke und Kleider. Und habe letztes Jahr bis in den Dezember rein auch wirklich Kleider getragen, bis zu meinen Weihnachtsferien, und habe erst jetzt im Januar angefangen, Korthosen zu tragen, weil es jetzt morgens Minusgrade hatte. Alles, was so im Plusbereich ist, bin ich momentan immer noch so, dass ich versuche, nicht unbedingt Hosen tragen zu müssen. Wie gesagt, ich finde sie nicht mehr bequem. Das ist kein Statement oder so, es ist einfach wirklich reine praktische Überlegung. Auf jeden Fall, Kleider sind sowas, da habe ich eigentlich nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir eins kaufe, weil ich weiß, ich werde sie tragen. Ich glaube, ich habe maximal 2 Kleider, die da nur noch hängen, weil ich sie einfach liebe und mich nicht davon trennen kann, obwohl ich sie nicht mehr trage. Alles andere ist ständig irgendwie in Gebrauch und insofern kann ich das eher rechtfertigen, wenn ich Geld für Kleider ausgebe, als für T-Shirts, glaube ich. Ja. Abgesehen davon habe ich jetzt auch ziemlich überzeugend lange Haare, würde ich mal sagen. Ich meine, in meinem letzten Video waren sie noch relativ kurz. Ich habe diesmal durchgehalten. Beim letzten Mal bin ich ja gescheitert, als ich sie im
Mai oder sowas dann auf eine Boblänge geschnitten habe und dann im Sommer unheimlich geschwitzt habe, weil ich sie nicht zusammenbinden konnte. Und dann habe ich sie wieder abgeschnitten. Diesmal habe ich diesen Fehler nicht begangen. Das heißt, ich habe mir keinen Bob schneiden lassen, sondern habe es einfach wachsen lassen. Habe nur hinten ab und zu mal ein bisschen gekürzt, weil das sonst sehr fransig ausgesehen hätte. Und dadurch waren sie dann im Sommer lang genug, dass ich sie eben auch schon zusammen machen konnte, als es heiß war. Und das hat wirklich den großen Unterschied gemacht. Und ja, jetzt warte ich halt noch bis zum Frühjahr. Ich glaube, dann haben sie eine gute Länge, um sie dann mal wieder zu einer richtigen Frisur schneiden zu lassen. Das heißt, einfach mal gerade wieder, weil hier vorne immer noch alles kürzer ist als hinten. Das ist natürlich logisch bei einem Pixie, der rauswächst. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr glücklich mit dieser Länge jetzt schon und damit, dass sie immer noch recht gesund sind. Und auf diese Weise bin ich jetzt natürlich auch mal interessiert an allem, was irgendwie mit Haaren zu tun hat, sei es Haarschmuck, sei es Haarbürsten. Ich habe mitbekommen, die Dinger sind wieder in. Die Dinger sind wieder in, habe ich jetzt mitbekommen. Ich kenne sie nur aus den 90ern, diese tollen Stoffhaarbänder, die jetzt neuerdings Scrunchies heißen. Also für mich waren das einfach Haargummis, Stoffhaargummis. Und ich habe mir jetzt einfach mal 3 Stück gekauft, die ich hoffentlich auch benutzen werde. Ja, ich weiß auch nicht so recht, ob das vielleicht zu kitschig ist, aber ich konnte nicht widerstehen. Wie gesagt, das ist ein bisschen auch Nostalgie, weil ich die noch aus den 90ern kenne. Und was ich mir jetzt auch gekauft habe, ist ein Winterprotect Haarbalsam. Der ist von Balea, also von DM. Und ich habe im Winter wirklich das Problem, weil ich halt auch immer Mützen trage, dass meine Haare furchtbar fliegen, weil sie auch so fein sind. Und das hier soll so ein bisschen entgegenwirken. Ich bin übrigens sehr, sehr, sehr für mehr Pflegeprodukte in Tiegeln. Ich mag das Zeug nicht in Flaschen. Ich hatte mir nämlich auch eine Haarspülung in einer Flasche gekauft. Und da das Zeug aber dickflüssiger ist als Shampoo, kriegt man das immer nur raus, wenn man auf die Flasche drauf drückt. Und auf die Weise bleibt da immer ein Rest drin. Weil irgendwann ist halt auch, die Flasche kann man dann nicht mehr wirklich drücken und trotzdem hängt unten noch Zeugs drin. Und man kriegt die nie wirklich alle und ich finde das so eine Verschwendung. Und deswegen war ich sehr froh, als sie das im Tiegel verkauft haben. Und ich bin sehr dafür, dass mehr Produkte in Tiegeln verkauft werden, weil die kriegt man wenigstens leer. Ich kaufe mittlerweile auch Bodylotion und sowas alles nur noch in Tiegeln und nicht mehr in Flaschen. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, man verschwendet sehr viel Produkt dadurch. Wie auch immer. Das jedenfalls soll dafür sorgen, dass meine Haare nicht so furchtbar fliegen. Ja, es ist halt einfach... Winter ist immer scheiße mit Mützen, das wisst ihr, glaube ich, alle. Und sie sind leider auch noch nicht so lang, dass ich jetzt irgendwie was flechten könnte und das irgendwie zusammenbinden könnte. Ich habe sie halt leider meistens offen oder zu einem Pferdeschwanz gebunden und ja, das ist halt nicht so wahnsinnig praktisch. Und was soll ich noch erzählen? Ich habe viel gelesen im letzten Jahr. Ihr braucht nicht erwarten, dass ich wieder anfange, irgendwelche Rezensionen hier zu machen. Das ist mir einfach zu viel Aufwand. Ich lese so viel, dazu käme ich nicht. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis, dazu irgendwie Artikel zu schreiben für meinen Blog. Insofern tut mir das leid. Falls ich mich durchringen kann, das hier zu irgendwie so einer Art regelmäßigen Sache zu machen, werde ich, glaube ich, immer kurz sagen, was ich zuletzt gelesen habe oder was ich gerade lese. Und dann könnt ihr immer noch darum bitten, dass ich, wenn es euch wirklich interessiert, dass ich irgendwas damit mache, dann werde ich mir was überlegen. Aber eher, glaube ich, dann irgendwas im Blog als hier als Video. Weil, wie gesagt, das ist einfach nicht mein Medium und es braucht einfach zu viel Zeit. Das gesagt, muss ich mal schnell gucken. 2 Bücher lese ich gerade wieder und vielleicht sage ich noch was zu den letzten 2, die ich gelesen habe. Einen Moment. Okay, passt auf. Ich lese im Augenblick, und das ist eine ganz große Sache, den letzten Band vom Dunklen Turm. Ein unfassbar dickes Buch, wie ihr seht. Aber ich bin auch fast am Ende. Also das Stück fehlt mir noch. Und der letzte Band heißt natürlich Der Turm. Und ist eine große Sache, weil ich glaube, ich könnte es nicht mal sagen, ob es 3 oder 4 Jahre sind, die ich jetzt dran gelesen habe. Also ich habe ja nie, ich habe das ja nie hintereinander weggelesen, sondern immer mal einen Band und ja, insofern hat es eine Weile gedauert, bis ich durchgekommen bin. Bin aber froh, dass ich mich
ziemlich erfolgreich vor Spoilern gedrückt habe. Andererseits, in meinem Umfeld hat, glaube ich, auch kaum jemand das Buch, diese Buchreihe überhaupt gelesen. Insofern war die Gefahr nie besonders groß, aber ja, das ist, wie gesagt, was ganz Großes und dazu werde ich vielleicht von mir aus irgendwann noch was schreiben, weil ich das einfach sehr beeindruckend finde, diese Epik einfach, dass es sowas wahnsinnig Großes ist und dass es am Ende irgendwie doch alles zusammenpasst, auch wenn es da hier und da so ein paar, ja, wie soll man sagen, Nebenquests gehabt, die nicht so wirklich interessant waren, aber ja, das ist auf jeden Fall eine ganz große Sache für mich. Und in der Bahn schleppe ich gerade das hier immer mit mir rum. Ist leider auch nicht wirklich kleiner, nur um das mal so im Vergleich zu zeigen. Also, ja. Sobald ich den Dunklen Turm fertig habe, den lese ich zu Hause, werde ich das auch zu Hause weiterlesen, weil das einfach furchtbar sperrig ist und das macht einfach keinen Spaß in der Bahn. Aber es ist auch ein großartiges Buch, das kann ich euch jetzt schon verraten. Und zwar ist das Die Kinder der Zeit von Adrian Tschaikowski, das mir... Ich meine, mir wäre die quasi Fortsetzung davon irgendwo empfohlen worden und dann habe ich die Inhaltsangabe davon gelesen, also beziehungsweise die Beschreibung, worum es eigentlich geht und fand das unheimlich spannend von der Idee her. Also es geht irgendwie darum, um Terraforming und darum, dass die Menschheit dann ausstirbt und die letzten Menschen zu diesem terrageformten Planeten fliegen, wo allerdings wegen eines kleinen Missgeschicks nun keine frischen Menschen sind. Also, wie soll man sagen, keine Menschen, die jetzt gerade erst aus Affen entstanden sind, sondern eine Zivilisation von so semi-intelligenten Spinnen. Und das ist einfach eine unglaublich faszinierende Idee und vor allen Dingen auch diese Spinnenkultur ist so toll beschrieben. Ich finde das Buch jetzt schon großartig und bin noch gar nicht so weit. Also ihr seht, ich habe erst dieses Stück gelesen, so das erste Drittel würde ich sagen. Und wie gesagt, das werde ich zu Hause weiterlesen und dann in der Bahn wahrscheinlich mit Expanse weitermachen. Jetzt, nachdem die vierte Staffel gelaufen ist, habe ich mir auch den vierten Band gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das weiter durchhalten werde, dass ich immer auf die Staffeln der Serie warte, bis ich das Buch weiterlese. Kommt drauf an, wie schnell sie jetzt die Staffel veröffentlichen. Falls jetzt der vierte Band natürlich so gut ist, dass ich es nicht erwarten kann, bis die fünfte Staffel läuft, werde ich vielleicht auch das fünfte Buch lesen. Mal schauen. Jedenfalls... Zuletzt habe ich unter anderem gelesen Jasper Ford, Early Riser. Das habe ich auf Englisch gelesen, weil das deutsche Buch mir zu groß und sperrig war und weil ich Jasper Ford wahnsinnig gerne im Original lese. Ich glaube, er ist gar nicht so wahnsinnig bekannt, obwohl er im Genre eigentlich ziemlich gut unterwegs ist. Ich kenne ihn von den First Day Next Romanen, die ich ebenfalls im Original gelesen habe. Was in dem Fall aber auch sinnvoll ist, weil da einfach sehr viel Wortwitz drin ist, den man nicht übersetzen kann. Ich meine, es fängt schon mit dem Namen der Protagonistin an. First Day Next. Man kann sie nicht nächsten Donnerstag nennen. Also das ist Blödsinn. Und deswegen dachte ich, den kann ich auch auf Englisch lesen. Und das ist erneut so ein, das ist seine Spezialität, ein Entwurf einer Welt, wie sie sein könnte. Und hier geht es darum, dass die Eiszeit nie zu Ende gegangen ist und die Menschen deshalb Winterschlaf machen müssen. Und mehr kann ich dazu nicht verraten, ohne zu viel zu verraten. Es ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Buch. Das solltet ihr unbedingt mal lesen, wenn euch Alternativwelten interessieren. Science Fiction kann man es eigentlich fast nicht nennen, aber ja, es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Es heißt, auf Deutsch meine ich Eiszeit. Aber ja, nagelt mich nicht drauf fest, aber ihr findet es bestimmt. Es hat ein blaues Cover und irgendwas mit Eis ist auf jeden Fall im Titel. Und insofern Early Riser. Und ein Klassiker habe ich gelesen, einen, ich glaube man sagt modernen Klassiker. Ursula K. Le Guin, wie auch immer man sie ausspricht. Die linke Hand der Dunkelheit ist mir immer wieder auf solchen besten Listen aufgetreten, die also von wegen die größten Werke der Science Fiction. Und das hat mich überraschenderweise auch sehr gepackt. Ich hatte am Anfang so meine Probleme. Es fängt etwas lahmarschig an. Sorry für das Wort, aber es ist halt wirklich so ein bisschen, man weiß nicht so recht, was eigentlich Sache ist, worum es gehen soll. Und dann entwickelt sich es aber wirklich zu einem sehr, sehr spannenden Buch. So eine Mischung aus erster Kontakt und Reisebericht. Und einfach, man lernt wirklich eine völlig fremde Kultur kennen, indem man ja durchs Land reist. Also es ist unheimlich spannend und auf jeden Fall zu Recht, glaube ich, ein Klassiker der Science Fiction
und insofern auch empfehlenswert. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit auch keine Bücher gelesen, die ich richtig schlecht fand. Ich meine, ich hätte letztes Jahr ein paar gehabt, die ich dann auch weggelegt habe wieder. Unvergessen ist mein Versuch, Der Klöckner von Notre Dame zu lesen, was ich nach, glaube ich, 100 Seiten weggelegt habe, weil der Klöckner noch nicht mal drin vorkam. Also irgendwie wusste ich nicht so recht, wo das hinführen soll und habe es dann gelassen. Aber abgesehen davon habe ich, glaube ich, ziemlich gute Bücher gelesen, obwohl ich euch jetzt nicht sagen könnte, welche. Ich habe irgendwo eine Liste, wo ich dann auch schöne Sternchenbewertungen vergeben habe, aber ich weiß sie nicht mehr. Ja, so viel dazu und das soll jetzt auch erstmal gewesen sein. Vermutlich habe ich jetzt schon ewig gelabert und selbst wenn ich das schneide, wird es noch ein furchtbar langes Video sein. Aber dafür, dass ich seit einem Jahr nichts gemacht habe, ist das auch okay. Es bleibt dabei, das Ganze macht zwar irgendwie schon Bock und vielleicht führe ich es auch fort, aber erwartet keine Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit habt ihr in meinem Blog. Das bleibt auch so, da ändert sich nichts. Also ihr könnt da auf jeden Fall immer 2 Reviews pro Woche nachlesen. Und aktuell ist das Carnival Row, habe ich jetzt gestartet. Und ich bin immer noch bei der 2. Staffel von Deep Space Nine. Und wenn ich damit durch bin, kommen meine Reviews von der 2. Staffel Lost in Space. Also ich werde auch definitiv hier in Videoform nichts mehr zum Thema Serien machen. Das bringt einfach nichts. Ich habe meine Reviews. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, was ich sonst so noch nebenbei schaue, habe ich einmal im Monat im Blog meinen Schnelldurchlauf, wo ich ganz kurz wirklich nur so einen Absatz dazu schreibe, worum es in der Serie geht, die ich geschaut habe und dann noch so einen Absatz, eine kurze Kritik und eine Bewertung. Und da habt ihr im Monat, also ich schaffe es meistens wirklich in einem Monat so ein Ding hinzukriegen und habe da vielleicht 5 Serien drin. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, vermutlich jetzt auch, weil jetzt viele Serien starten, die ich, wo ich wirklich Folge für Folge reviewen werde. Und da werde ich natürlich nebenbei nicht andere Serien gucken, die ich mal schnell durchbingen kann. Aber meistens kriege ich es in einem Monat einmal hin. Und alles andere wird sich ja zeigen. Die Arbeit ist wirklich nicht das hier, sondern hinterher das Schneiden, weil ich auch die ganzen AMs rausschneiden muss, die jetzt vermutlich wieder vermehrt hier drin sind, weil ich seit einem Jahr keine Videos gemacht habe und aus der Übung bin. Ja, so viel dazu. Wie auch immer, wenn euch das trotz allem irgendwie gefallen hat, würde ich mich über Thumbs-ups erfreuen und ich würde euch jetzt, also ich sage nicht, abonniert mich. Ich bin erstaunt, ich habe sowieso sehr viele Abonnenten gewonnen im letzten Jahr, obwohl ich nichts gemacht habe. Und falls ihr jetzt hier seid und euch freut, dass ich wieder da bin, umso besser. Aber tut euch keinen Zwang an. Das hier ist nicht ernst gemeint, keine Ahnung. Und ansonsten schaut in meinem Blog vorbei. Macht's gut.